Die Europäische Kommission hat sehr, sehr viel transparent gemacht. Sie können sich das selber ansehen. Positionspapiere, Verhandlungstexte. Sie hat jetzt neuerdings sich auch bewegt, zu Recht. Es können jetzt alle Europaparlamentarier sehen, was da verhandelt wird. Sollte es zustande kommen, wird es wahrscheinlich ein gemischtes Abkommen sein. Das heißt, es wird einer zweifachen demokratischen Kontrolle unterliegen. Einmal im Europäischen Parlament und im Kongress auch auf amerikanischer Seite. Und es wird von allen 28 Mitgliedstaaten und deren Regierungen ratifiziert werden.